Isaac. So, hallo, wir machen weiter mit einer Runde Isaac. Und nach unserem Vierteiler, in dem wir rausgefunden haben, wie zumindest... Indem wir rausgefunden haben, wie zumindest der... die Sache mit dem Knife Parts funktioniert, zumindest denken wir es mal, also denke ich es mal, habe ich eine Idee bekommen. Und diese Idee lautet Azazel. Azazel kann fliegen. Müsste Azazel dann nicht theoretisch, nur theoretisch, müsste Azazel dann nicht theoretisch easy vor diesem komischen Viech einfach abhauen können? Also, ist jetzt natürlich wieder die Frage, ist das was, was man mit jedem Charakter einmal spielen muss? Führt es zu einem neuen Boss, den jeder Charakter einmal besiegen muss? Dann könnten wir uns zumindest mit Azazel schon mal angucken. Oder ist es einfach was, was man einmalig freischaltet und es ist völlig egal, mit wem man es macht? Ne? Dann wäre Azazel ja vermutlich der allerbeste Charakter dafür. Verstehen Sie? Also ich will jetzt im Prinzip wirklich nur die Geschichte mit diesem Spiegelkram machen. Spiegelkram, also Spiegel und Minen und so, ne? Wisst ihr schon? Wir haben schon mal einen Schlüssel, das ist schon mal super. Denn den brauchen wir für die Ebene, in der der Spiegel ist. Da ist der Itemraum. Problem mit Azazel ist halt... Okay. Problem mit Azazel... Hier ist ein blauer Stein. Problem mit Azazel ist halt seine Energie. Ne? Das ist... deswegen bin ich jetzt gerade auch am Überlegen, ob ich hier in den Stachelraum reingehen soll. Und bin eigentlich gerade nicht dafür, weil ich brauche meine Energie. Und die kriege ich halt nicht zurück. So einfach. Okay, wir können schon mal den Stein sprengen. Wir können den Stein hier auch sprengen. Okay. Wenn ich jetzt bei dem anderen auch noch blaue Herzen rauskriege, dann wäre ich dafür... Hier ist der Geheimraum. Nee, ist er nicht. Oh, doch ist er. Kriege ich das? Krieg ich hin, oder? Achso, okay, ist er doch nicht. Ah, hätte es sein können. Hätte es sein können. Und hier aus... Ja, so, hätte. Dann ist er. Dann ist er da drüben. Ja, aber dann gehen wir hier durch. Okay, ich krieg das schwarze Herz zurück. Also er kriegt... Ja. Also es passt. Das ist alles, was ich sagen wollte. Es ist okay. Es ist eine Opferung wert gewesen. So, zwei Bomben haben wir schon. Die würde ich jetzt aber tatsächlich dann behalten wollen. Und nicht noch... Ach komm, scheiß drauf. Eine Bombe werde ich schon irgendwoher wieder bekommen. Wieso sollte ich... Was soll ich denn hier... Hä? Okay. Also mit Azazel sollten wir eigentlich recht gut durchkommen. Ich meine, das ist so der Easy-Mode-Charakter, kann man sagen. Hier ist kein blauer Stein. Okay. Jetzt hoffe ich halt mal, dass wir... Ja gut, das Ding ist ja, der Spiegel kann mich halt trotzdem sofort killen, weil ich da halt einfach keine Energie habe. So, das ist das Ding. Na? Also ich verliere da ja einfach. Was macht dieser Sprinkler jetzt eigentlich? Ich hab's nicht. Ich muss mal den Sprinkler einsetzen. Ich muss mal den Sprinkler in einem Raum einfach einsetzen gleich. HP abnehmen wir mit. Jetzt hat er nämlich auch noch ein rotes Herz. Das ist nicht verkehrt. Ist dafür ein bisschen langsamer, aber kann alles kaputt machen. Und das ist wiederum sehr, sehr gut. So, was tust du? Ach, du haust einfach Brimstone um dich. Kann mich das auch treffen? Das wäre nämlich doof. Nein, okay. Das machst du einmal rundherum wahrscheinlich. Wie lange machst du das? Machst du das im ganzen Raum?
Er sprengt sich einfach selbst. Und legt den Geheimraum frei. Oh, stabile Aktion auf jeden Fall. Sprinkler oder Bomb? An sich brauchen wir Mr. Boom nicht. Wir nehmen den Sprinkler mit. Das sah vor allem interessant aus für den Bosskampf, so dieses Sprinkler-Ding. Ah, shit. Was soll's. Aber scheinbar gibt's jetzt auch keine... Oh, oh, ich muss böse aufpassen, dass ich nicht in so ein Ding reinrenne, wenn ich die Fähigkeit habe. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass das passieren kann. Da habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Muss ich gestehen. Ich muss auch so Bomben aufpassen. Bombensteine. Aber das Gute schon mal, ich brauche jetzt schon mal zum Beispiel keine Bomben mehr, wenn ich Steine kaputt machen will. Ich kann jetzt überall einfach drüber laufen. Das dürfte auch für den Geist eine relativ chillige Fähigkeit sein. Oh, stabil. Okay, ist in der Ebene ist kein... Okay, in der Ebene ist kein Spiegel und kein Geist. Muss es in der nächsten Ebene sein. Oder kann es auch passieren, dass es gar nicht vorkommt. Oder am Ende kriegt Azazel das nicht, weil es mit ihm einfach zu einfach wäre. Das wäre natürlich frech. Aber ich könnte mir... Also ich könnte mir, wie gesagt, denken, dass es entweder eben mit allen einmal machen muss. Und dann ist es egal, ob ich es jetzt mit Azazel mache oder nicht. Weil es, ne, weil es halt vielleicht einen neuen Boss freischaltet und den muss man mit jedem spielen, diesen Boss. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, jetzt gucken wir mal, was hier das Sprinkler zu dir erzählt. Ach so, ja gut, das Sprinkler muss halt auch treffen. Ja, okay. Aber jetzt... jawohl! Stabiler Treffer. Ja gut, damit ist das hier alles kein Problem. Damit ist das hier alles gar kein Problem. Tears up. Bedeutet schnellere Aufladung in dem Fall. Sehr schöne Sache. So. Oh, dann macht es einfach unendlich lange. Okay, ist interessant. Interessantes Ding auf jeden Fall. Wir gucken mal rein, vorsichtig. Okay, das kannst du alles behalten. Ich nehme mein HP ab mit und gehe in die nächste Ebene. So, hier muss jetzt irgendwo... Da ist das weiße Feuer. Aber das werden wir natürlich erst auslösen, wenn wir den Spiegel gefunden haben. Denn ich muss es dann ja schaffen mit dem weißen Feuer. Also ich muss zwei Dinge finden. Ich muss... den Itemraum finden, wollte ich schon mal sagen. Der ist direkt neben dem weißen Feuer. Das ist übelst stabil. Wow, so schnell Brimstone auslösen, ist auch eine nice Geschichte. Also der Itemraum ist direkt hier, das heißt, ich bekomme sofort das Knife. Das ist optimal. Dann müssen wir nur noch den Weg zum Spiegel dann zurückfinden. Das ist alles. Ah, ich bin voll. Sollten wir mal wieder einzahlen vielleicht? Fahren wir wieder ein. Dann ist wieder ein bisschen was drauf auf der Wand. 919 ist auf jeden Fall zu wenig. Ihr versteht das. Okay. Man weiß ja nicht, ob sie nochmal ein neues Achievement gemacht haben, ne? Dass man dann nochmal einzahlen muss oder so. Keine Ahnung. Okay, jetzt kann ich mir das blaue Herz dann auch gönnen. Cool. Ich hasse diese Dinger, ne? Ach, komm. Ah, wait, ich hab ja... Ich
habe ja chillige... chillig unendliche Bomben. Was hat mich, was trifft mich da? Ach, das Ding. Die Mistviecher, ey. Komm, mach dich weg hier. Es wäre schon sinnvoll, jetzt gleich den Boss wegzufrühstücken, ne? Ich denke, ja. Kommen wir dann wieder zurück. Ah, kann es sein, dass der Sprinter vielleicht einfach das Gleiche macht, dass der nicht immer Brimstone macht, sondern... Wisst ihr, was ich meine? Dass der immer das macht, was ich mache, und der macht jetzt halt Brimstone, weil ich Brimstone mache? Kann es sein, dass es sowas ist? Erstmal, okay. Erstmal einen stabilen Lazarus hier. Das ist eigentlich ganz gut, weil selbst wenn wir jetzt sterben sollten als Geist. Selbst wenn wir als Geist sterben sollten, werden wir wiederbelebt. Wenn ich hier jetzt schon mal aufmache. Gut, ich habe ja eh unendlich Bomben. Dann kann ich hier schon mal aufmachen. Aber ich muss jetzt natürlich erst den Spiegel finden. Ich hoffe, der ist nicht zu weit vom Feuer weg, weil alles, was wir jetzt laufen müssen, um zum Spiegel zu kommen... Oh. Ah, das sind Tränen... Ja, verstanden. Da kommen Tränen raus, deswegen tut es weh, wenn ich da drüber laufe. Ergibt Sinn, muss ich also auch da aufpassen. Okay. Da ist der Spiegel. Nein! Planänderung. Wir gehen einfach die neuen Ebenen ab. Ich bin so ein Volltrottel. Ein Vollidiot. Ja, dann gehen wir jetzt mit Azazel einfach mal. Wir sind mit Azazel noch nie, wir sind überhaupt noch nie die neue zweite Ebene abgelaufen, also die hier nach dem kommt. Das war's mit dem Spiegel komplett. Ey. Ich wollte das Feuer sprengen. Der größte Vollidiot der Welt. Alter. Ich hasse mich gerade schon so ein bisschen, ne? Ey. Come on, dude. Kann man denn so bescheuert sein? Alter. Ich schaff's echt, meine dümmsten Aktionen immer wieder zu toppen. Wer hätte nur damit rechnen können, ne? Wie viel willst du noch, bis du mir ein HP abgibst? Alter, du bist ganz schön gierig. Toll. Das hat gedauert, mein Freund. Das hat gedauert. Ey, ich bin so sauer gerade. Mein schöner Plan.
Ah, jetzt muss ich die so besiegen, ne? Wow. Geht das wirklich nur mit den roten Bomben? Muss ja. Ach so, und wenn die... Ah, okay, und da kann ich sie angreifen. Ich verstehe. Wow, ich mache das gerade richtig gut. Alter. Ah, ich habe jetzt auch gerade echt... gerade so genervt. In meiner Blödheit. Das ist... das kannst du dir halt auch einfach nicht ausdenken. Das kannst du dir halt echt nicht ausdenken. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Ich da überhaupt rein? Keine Ahnung. Weil ich es kann. Ah. Komm nicht klar. Ich komm nicht klar. Ich komm nicht klar, dass ich das gemacht habe. Ich komm einfach nicht klar. Wo ist jetzt der scheiß Schalter? Da. Noch einer? Ach, hier. Let's give a hoop. Gönn ich mir doch mal das hier. Temporary Badass. Das ist jetzt besser als der Sprinkler. I don't care anymore. So, ich muss mal kurz was testen. Ich wollte testen, weil ich es nie weiß, ob dieser Raum rote Herzen nur nimmt. Nein, okay, alles klar, hat nichts gesagt. Hätte ja sein können, dass der sozusagen die blauen übergeht, nur die roten futtert. Dann hätte ich nämlich ein bisschen spielen können, aber dann lassen wir das. Ey, ich hab... Nee, nee, Leute, es ist... durch. Bin so durch. Aber gut, wie gesagt, schauen wir uns halt dafür die neuen Ebenen an. Was soll's. So ein Schwachsinn, echt wahr. Nur wegen dem dummen blauen Feuer, was ich sprengen wollte. Ey, das ist... du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir nicht ausdenken. Also sorry, wenn ich gerade wieder größte Depp spiele, aber... ist einfach, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich resigniere gerade vor mir selbst. Bin mal so frei. Jetzt bin ich echt an so einem Punkt, wo ich einfach nicht glauben kann, was ich getan habe. Ey, wo ist mein The World eigentlich hin? Habe ich das schon wieder liegen lassen irgendwo? Ach, ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Da habe ich bestimmt... habe ich bestimmt irgendwo in der letzten Ebene liegen lassen. Ist mir egal. Soll es rumliegen? Soll es sich freuen? Oh Gott, wie not.
Forget Me Not. Also vergiss mein nicht. Fragt sich, was die tun. Vielleicht finden wir es raus. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hatte ich die noch nie. Nein, wo ist meine Tour of Diamonds? Die hätte ich jetzt aber wirklich gerne wieder. Habe ich die ja auch liegen lassen? Oh, die liegt da oben. Stimmt, The World habe ich liegen lassen, Tour of Diamonds habe ich bewusst. Ja. Die hätte ich schon noch wirklich gerne wieder. Also, bin ich ganz ehrlich. Aber was ich gerade feststelle, in dieser Ebene wären jetzt gar keine Schalter zum Drücken. Aber vielleicht tauchen die Schalter auch nur auf, wenn man sozusagen... zur Hölle. Vielleicht tauchen diese Schalter auch nur auf, wenn man sozusagen überhaupt was erreichen könnte mit den Schaltern. Also wenn man nur das Knife Piece 1 geholt hat. Das könnte ich mir wiederum eher vorstellen, dass die Schalter nur dann auftauchen, wenn man das Knife Piece 1 geholt hat. Sonst wäre das irgendwie ziemlich komisch. So, ich brauche fürs Weiterkommen einfach nur Energie. Ne? Ich brauche einfach nur Herzen. Die habe ich ja. Der lädt einfach nur auf. Nutzloses Ding. Ach so, da muss man noch drücken. Er frisst Bomben. Und sich kann ich ihm die ja geben. Aber wenn du mir nur Herzen dafür gibst, dann gib mir was Gescheites. Na gut, ich habe glaube ich um die 5 Bomben geopfert und ich habe ein bisschen mehr Bomben wieder bekommen. Also ist okay. Also ich habe weniger als 5 Bomben. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Und wenn ihr es nicht wisst, echt. Gott, bin ich salty, Alter. Oh, nee, Mann. Wie kann man nur so eine Scheiße zusammenspielen? Wie kann man nur so eine Scheiße zusammenspielen? Ja, komm, war klar. Aber immerhin hat er ein schönes Ding sie hier dabei gehabt. Ist okay. Damit kann ich arbeiten. Wieso mache ich die anderen kaputt? Ich weiß es nicht, weil ich es kann. Abflug. Boss. Ist jetzt dieses riesige Steinding. Ja. Gut, riesig ist jetzt auch. Ach, das. Ja, das ist ja der mit den Waves. Ich bin blöd. Hätte ich jetzt gar nicht so reingepackt. Ja, wow. Aber lädt er sich dann eigentlich mit jeder Wave auf? Die Batterie, das Spacebar-Item, wollte ich sagen. Lädt er sich dann mit jeder Wave auf? So wie im Dings-Mode? Im Bleed? Scheinbar nicht. Nee, okay. Also ich hätte es in der letzten Wave einsetzen sollen, da wäre es schlauer gewesen. I see. Alter, mach dich halt einfach weg, wie wär's? Also man muss mal sagen, mein Damage ist, glaube ich, noch nicht das Beste, aber Tears Up ist halt ziemlich nice gewesen. Ah, die Fliege muss ich noch erledigen. Die sind halt dumm, weil ich da nah ran muss und dann werde ich immer getroffen. Das ist ein bisschen doof. Aber ich verliere viel zu viel Energie. Holy moly. Ich spiele aber auch. Ich bin halt auch. Also ich. Oh. Okay, noch ein Engelraum. Den fühle ich allerdings. Das war dieses coole Teil, was alles so farbig macht, aber ich nehme natürlich
das Damage ab mit. Da bin ich ganz ehrlich. Also dieses Dings war auch cool, keine Frage. Jetzt überlege ich gerade. Nee, passt schon. Obwohl, wenn wir nochmal einen Engelraum bekommen, warum nicht? Ich hoffe halt nur, das ist genau das Ding, dass ich jetzt nicht hier zu viel Energie verliere. Dass ich nachher nicht durch die Tür komme oder mit zu wenig Energie durch die Tür gehe. Das wäre nicht, was ich gewollt hätte dann. Nein! Mach dich weg jetzt. Gut, ich krieg meine Energie wieder. So. Wie viele Herzen muss ich opfern? Ich glaube, eins. Gott, ich muss zwei Herzen opfern. Okay, ich muss mal eben ganz schnell meine Energie auf der Ebene holen. Das war es ja komplett. So. Dann gehen wir zumindest mit drei Herzen in, ich habe den Namen vergessen. Kolosseum? Ich glaube ja, Kolosseum. Und in Kolosseum sind wir bisher immer nur die erste Ebene reingekommen. Und dann war es das. Danach sind wir gescheitert. Deswegen ein Grund mehr, jetzt mal sich mehr im Kolosseum umzugucken. Vor allem die Bosse kennen wir da halt auch noch nicht. Also wir werden bestimmt irgendwas freischalten. Okay. Okay. Wir werden bestimmt irgendwas Cooles freischalten. Ach, das war Teleport-Dings, ne? Genau. Kann ja eh fliegen. Also scheiß drauf. Cool. Was ist das? Der kennt's nicht. Ah, eine riesige Spinne. Ach, Attack Fly, okay. Ich hab's nicht erkannt. Alter, ist ja gut. Ich hab's nicht erkannt. I'm sorry. Okay, das machen wir mal eben. Alter, das war frech. Naja, das hat sich nicht gelohnt. Aber man weiß es ja vorher nicht, ne? Notfall, aber ich hätte... Das sind zielsuchende Brimstone-Viecher, Mistdinger. Okay, gut, dass wir die kennen. Ich wollte aber eh das Ding aufladen, das war nämlich mein eigentliches Ziel. Hier unbeschadet wieder rauskomme. Aber naja. Oh, ich muss das Ding da unten. Ich mach das dann hier kaputt machen. Ich hab das nicht gerafft. Mal wieder. Interessant, dass hier so ein Teleport einfach ist. Okay. Okay, ist ja in Ordnung. Ich nehme an, ich kann die nicht einfach kaputt laufen. Ich denke, die muss ich trotzdem sprengen. Passage. Okay. Merken wir mal, dass es hier ist. Für den Fall der Fälle. Alter, dass ich diese scheiß blaue Flamme bevorzugt habe und nicht dran gedacht habe, dass ich damit das Ding sprenge. Es ist so dumm. Es ist so komplett dumm. Du kannst es dir nicht ausdenken. Kannst es dir nicht... Oh. Ist jetzt nicht eigentlich theoretisch die Marm-Ebene, also so praktisch, ne? Das Finale? Weil normalerweise wenn wir jetzt doch in so Sachen wie... Dings. Vergessen, wie es heißt. Wie heißen die Marm-Ebenen? Ah, schon wieder diese scheiß... Dinger da. So, jetzt hier. Kein Schild mehr für dich. Und für dich auch nicht. Mach dich weg. Oh, da ist so eine Bombe. Da will ich nicht rein. Das ist auch so ein Drecksding einfach.
Bruder. Okay. Den muss ich mir am Schluss holen. Den muss ich mir am Schluss holen. Muss ich mir merken, dass der hier ist. So steintechnisch ist er ja nichts Spannendes, ne? Nee. Ach lol, ich kann hier einfach durch. Wieso sollte man in die Mitte gehen? Ah, weil die Pille da war. Ja, ja, ja. Weil die Pille da war, natürlich. Okay, was kannst du so? Du kannst change. Ich muss böse auf meine Energie aufpassen. Boss. So, jetzt kenne ich euch mittlerweile. Ihr könnt mich mal. Schade. Igitt, 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 igitt. Lösch dich. Okay, ich muss Purity kurz nachgucken. I'm sorry. Ich wollte eigentlich nichts den Lauf nachgucken, aber Purity muss jetzt wieder nachgucken. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin gleich wieder da. Purity removes the curse. Plus ein Soul Heart. Okay. Wenn es mir ein Soul Heart gibt, nehme ich es gleich. Weil ich eh Dings weiter mitnehme. Die Frage ist, gehen wir gleich, Boss? Ach, Mausoleum, nicht Kolosseum. Sorry. Bin dumm. Stimmt, einen Shop haben wir doch noch vor uns dann. Nämlich Mausoleum 2. Die Frage ist halt, schaffe ich den Boss jetzt? Ich weiß halt nicht, was da jetzt für ein komisches Ding kommt, ne? Das ist das Ding. Würde mich schon gerne zumindest noch... Aber die Frage ist halt auch da wieder. Verliere ich am Ende mehr, wenn ich jetzt hier weiter irgendwelche Ebenen spiele? Oh, wait, ich kann hier noch sprengen. Sehr gut. Oh, ich habe hier noch überhaupt keins gesprengt. Ups. Sehr gut. Dann könnte ich jetzt... Ja, nice, 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 nice. Okay, wir gehen zum Boss. Wir nehmen das HP ab mit. Und dann hat sich die Sache... So machen wir es. Der wird mir schon nicht drei Herzen abziehen. So, dass es das HP abtrifft. Wird schon nicht passieren. Der Heretic. Das schon mal brutal aus. Ah, das ist so ein Geist. Okay, das ist so ein... Der funktioniert wie die Geister. Nee, funktioniert nicht wie die Geister. Bruder! Was bist du denn? Oh Gott, jetzt macht er überall solche... Ja! Wie soll man dem ausweichen? Der ist ja wahnsinnig. Woher war... Okay. Ich verstehe das, Heretic. Ich verstehe das. Ja, das... Das war dieser One. Mensch, das war ja ein toller Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.